Nach Tumor ob, Nephew Passaros überraschendes Comeback. Große Sorge um Sänger Nephew Passaro, 38. Nachdem der Deutsch-Italiener ein kryptisches Video veröffentlichte, in dem er gesundheitlicher Gründe wegen einen Rückzug aus dem Musikbusiness andeutete, hakte Promi Flass bei dem Familienvater nach. Und tatsächlich, nahm sich eine Auszeit, weil er sich einen Tumor entfernen lassen musste. Doch glücklicherweise geht es ihm jetzt nicht nur wieder besser, auch seine Fans erwartet nächsten Monat eine riesige Überraschung. Startet ein Comeback, das sich gewaschen hat. Im Promi-Flass-Interview verriet der Künstler, dass er die schlimmen Nachrichten um seine Person nicht habe geheim halten wollen, ich war mir nicht sicher, wie lange mich das außer Gefecht setzen würde, deshalb das Video. Auch die Ärzte sagten mir, ich müsse mich eher auf eine lange Pause einstellen. Dass diese Ansage eine beunruhigende Wirkung gehabt habe, sei zwar klar gewesen, aber, die Sache hat mich ehrlich gesagt auch selbst beunruhigt. Umso mehr freue er sich, dass unerwartet und aus dem Nichts ein nagelneuer Song entstanden sei, der ihm deshalb umso mehr am Herzen liege, alles in allem erscheint schon am 6. Juli. Das ist selbst für mich mega überraschend. Den Song kann man sich sogar jetzt schon im Radio wünschen. Hashtag Comeback Stronger hat sich glücklicherweise als wahr herausgestellt, ich würde sagen, und so heißt es auch im Song, alles im Flow. Aufatmen und Entwarnung, voll Kraft voraus. Hättet ihr mit baldigem Comeback gerechnet? Stimmt ab.